Jiha! Herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Musiktheorie-Kram-Dingsbums-Kram-Bums. Yeah! Nehmt euch was zu trinken. Das wird diesmal sowas von scheiße staubtrocken und voll unpraktisch. Bringt gar nichts, ich doppelt schwöre euch das. Jawohl. Höchstens ein klitzeklein bisschen weniger Verwirrung am Ende. Das wäre natürlich ganz schick. Viele denken, dass Musiktheorie voll kompliziert ist und geht gar nicht voll in den Kopf rein und Kram. Mein persönlicher Eindruck ist in der Regel, das liegt daran, dass man mit den Begrifflichkeiten nicht so Dings ist. Ja? Deswegen habe ich gedacht, ich erkläre erstmal, bevor wir mit irgendeinem Quatsch weitermachen, die Begrifflichkeiten. So. Was ist eine Tonleiter? Eine Tonleiter ist im Prinzip wie so bei einem Malkasten. Ja, müsst ihr euch vorstellen, so ein Farbsammelkarte. Das ist eine Sammlung an Tönen oder in dem Fall von Farbkasten Farben, die ganz gut zusammenpassen. Okay, eine Tonleiter hat einen Grundton und dann geht sie nach oben, deswegen heißt sie Leiter und hört bei der Oktave vom Grundton auf. Wenn wir zum Beispiel irgendwas in C haben, dann ist der Grundton C und hört auf beim hohen C. Das haben definitiv alle Tonleitern gemeinsam, starten beim Grundton und hören bei der Oktave vom Grundton auf. Das gehört sich so für einen Tonleiter. Das ist die Definition. Dazwischen, zwischen Grundton und seiner Oktave, habt ihr eine beliebige Anzahl anderer Töne. Das kann alles Mögliche sein, scheißegal. Bisschen eng wird die Luft ja bei, weil wir ja in unserem Tonsystem nur 12 Töne haben und auf der Ukulele auch nur 12 spielen können. Das heißt, ihr könnt euch also ganz gern auch selbst einfach eine Tonleiter ausdenken. Ihr fangt beim Grundton an und dann irgendwie einfach Töne bis zur Oktave vom Grundton. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, gibt die Tonleiter schon. Möglichkeit 2 ist, klingt scheiße. Möglichkeit 3, wenn es cool ist, dann seid ihr voll die Helden. Okay? Gut. Für die Musiktheorie ist die C-Dur-Tonleiter absoluter Obermega-Dreh- und Angelpunkt. Das absolute Basisding schlechthin. C-Dur-Tonleiter ist das Maß aller Dinge, so wie die Zentimeter auf dem Zollstock bei uns. Okay? Und deswegen hat man ein Instrument erfunden, es heißt Klavier, wo die C-Dur-Tonleiter so drauf ist, dass man sie gar nicht falsch spielen kann. Ich habe euch mal so ein Klavier vorbereitet. C ist hier. Ja, da sind dann zwei schwarze Tasten. So, auf der Ukulele ist es ein bisschen schwieriger. Aber hey, das kriegt ihr ja wohl auch hin. Jetzt heißt so eine Tonleiter nicht zum Spaß Tonleiter. Ich habe euch das mal vorbereitet. Das hier ist eine Leiter, ja, und die hat Stufen. Und wenn ich die Leiter jetzt raufkletter, dann brauche ich, um von einer Stufe, hoppla, einer Stufe zur nächsten zu kommen, einen Schritt. Okay? Wir haben Stufen und Schritte. Ja. Unten, erste Stufe, ist unser Grundton und dann kommt der erste Stufe, die zweite Stufe und die Leiter hat halt jetzt nicht so viele Stufen. Ist auch egal, ja? Ihr müsst also unbedingt auf den Unterschied zwischen Stufen und den Schritten dazwischen achten. Die Stufen kriegen auf der Dur-Tonleiter Namen und weil Musiktheoretiker oft nicht so wahnsinnig fantasievoll sind, haben sie einfach die Stufen durchgezählt. C ist die erste Stufe, dann kommt die zweite Stufe, das D, dritte Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe, sechste Stufe, siebte Stufe, achte Stufe. Fertig ist der Lack. Von der ersten Stufe zur zweiten Stufe haben wir einen Schritt.
Und den Abstand von diesen zwei Tönen, der ersten Stufe und der zweiten Stufe, das ist ein Intervall im Deutschen. Die Engländer haben es sich ziemlich einfach gemacht an der Stelle. Die haben den Abstand von erster zu zweiter Stufe second genannt und den von erster Stufe zu dritter Stufe third. Im Deutschen muss man sich da jetzt kompliziertere Begriffe merken, nämlich von erster zu zweiter Stufe ist eine Sekunde. Lateinkram. Von erster zu dritter ist eine Terz. Von erster zu vierter ist eine Quart. Von erster zu fünfter Stufe ist eine Quint. Von erster zu sechster Stufe ist eine Sext. Erster zu siebter eine Sept. Und dann haben wir von erster zu achter eine Oktav. Soweit so unspektakulär. Jetzt geht's los. Der Abstand von der ersten zur dritten Stufe ist eine Terz. Im Englischen third. Sagen alle, logisch, warum nennen wir es nicht auch drei? Weil auch der Abstand von der zweiten zur vierten Stufe eine Terz ist. Zwei Schritte. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Deswegen kommt bitte nicht durcheinander. Von der ersten zur dritten Stufe ist eine Terz. Von der zweiten zur vierten Stufe ist auch eine Terz. Von der dritten zur fünften Stufe ist auch eine Terz. Die Terz ist ein Abstand, ein Intervall zwischen zwei Tönen. Dabei ist es wurscht, ob ihr die Töne nacheinander oder gleichzeitig spielt. Ja? Zwei Töne, Abstand, Intervall. Und der Abstand von einer Stufe, eine überspringen zur nächsten Stufe, ist eine Terz. Ja, im Englischen macht es jetzt bums schon wieder wenig Sinn, weil von der zweiten zur vierten Stufe, second to fourth step, ist plötzlich a third. Okay, ihr versteht, was ich meine. Das ist super, super wichtig. Unterschied zwischen Stufen und Intervallen. Das war's dann auch. Wenn ihr jetzt schon so ein bisschen schielt und denkt, was soll der Scheiß denn jetzt? Dann macht euch ein Bier auf. Oder eine Limo. Gebt mir einen Doppeldaumen hoch, abonniert meinen Kanal und empfehlt meinen Kram weiter. Würde ich mich freuen wie ein Keks. In diesem Sinne, wie seh's? Tschüss.